Nächster Abschnitt. Ein Glied schreibt einen Bestseller. Um den Tücken der Anschauung zu entgehen, schlug Euklid vor, den Gebrauch der Anschauung nur auf ganz wenige, völlig unbezweifelbare Aussagen zu beschränken und alles Weitere daraus durch streng logische Schlüsse herzuleiten. Von diesem Euklid ist nur wenig bekannt. Anscheinend hat er um 300 vor Christus in Alexandria gelebt. Manches deutet darauf hin, dass er Platos Akademie besucht hat. Anderes, dass er etwas jünger war als Archimedes. In seinen Elementen hat Euklid das gesamte Wissen, das gesamte mathematische Wissen seiner Zeit zusammengefasst und mit großartiger Klarheit gegliedert. Da ging es jetzt nicht mehr um ein Sammelsurium von Lehrsätzen, um eine Schmetterlingssammlung von Theoremen, sondern um ihre Anordnung im Rahmen einer mathematischen Theorie. Und das war eine Revolution, die die Mathematik zu dem gemacht hat, was wir kennen. Das Buch des Euklid blieb für Jahrtausende ein Standardwerk. Lange galt es neben der Bibel als das meistgedruckte Werk. Später wurde es dann, glaube ich, durch das Kapital von Karl Marx überholt und wohl auch durch Harry Potter. Aber wichtiger als dieser Bestseller-Erfolg war, dass Euklid erstmals der Mathematik kohärente Gestalt verliehen hat, indem er ihr die Spielregeln vorgeschrieben hat. Die Geometrie wurde zum Vorbild für alle mathematischen Theorien. Am Anfang stehen Aussagen, die als gegeben angesehen werden, ist nicht weiter hinterfragbar. Das sind die Axiome. Alle anderen Aussagen werden durch rein logische Schlüsse daraus hergeleitet. Das sind die Theoreme. Also grob gesprochen, die Gewissheit der Axiome beruht auf unmittelbarer, völlig unbezweifelbarer Anschauung. Und die Gewissheit der Theoreme, die folgt daraus, ich zitiere Wittgenstein, durch die Härte des Logischen muss. Soweit jedenfalls die Grundidee. Tatsächlich machten manche griechische Philosophen einen Unterschied zwischen den Axiomen, die als unbezweifelbar galten, und den Postulaten, die man annehmen oder ablehnen konnte. Aber da diese Unterscheidung für die mathematische Praxis bald keine Rolle mehr spielte, wurde sie schließlich fallen gelassen. Euklids Axiome bilden drei Gruppen. Die erste Gruppe enthält Aussagen wie: Ein Punkt ist das, was keinen Teil hat. Und eine Gerade hat keine Breite. Solche Aussagen werden heute nicht mehr verwendet. Sie haben höchstens einen gewissen didaktischen Wert. Etwa wenn man einem Kind erklären will, was es sich unter einem Punkt vorstellen soll. Die zweite Gruppe besteht aus Aussagen wie: Wenn zwei Größen einer dritten gleich sind, dann sind sie einander gleich. Oder: Das Ganze ist größer als seine Teile. Das sind die sogenannten logischen Aussagen oder allgemeinen Begriffe. Und schließlich in der dritten Gruppe die eigentlichen geometrischen Aussagen. Beispiele sind: Durch je zwei Punkte geht eine Gerade, oder jede Gerade lässt sich verlängern, oder mit jedem Mittelpunkt und Abstand lässt sich ein Kreis ziehen. Dazu gehört auch das Parallelenaxiom, wo das dann noch einiges zu sagen sein wird. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verstand man, dass Euklids Axiomensystem unzureichend war. Es wurden zwar die richtigen Lehrsätze hergeleitet, aber die Beweise waren aus moderner Sicht unvollständig. Denn die Anschauung schummelte sich immer wieder als ungebetener Gast zwischen die rein logischen Schlüsse. Um den Verlockungen der Anschauung zu entgehen, griffen Geometer zu drastischen Mitteln. Ein gewisser Professor Diesterweg zum Beispiel, der trug über Geometrie
nur im völlig verdunkelten Hörsaal vor. Mit der Zeit wurde klar, dass man zu Euklids Axiomen weitere hinzufügen musste, wie etwa jenes, wonach eine Gerade, die nicht durch einen Eckpunkt des Dreiecks geht, aber eine Seite dieses Dreiecks schneidet, dann auch eine andere Seite des Dreiecks schneiden muss. Oder dass zwischen je zwei Punkten auf einer Geraden noch ein dritter liegt. Erst um das Jahr 1900 hat David Hilbert in seinem Buch Die Grundlagen der Geometrie das alles repariert. Es blieben dieselben Lehrsätze gültig wie bis dato, aber alles, was vor dem unbewusst in die Beweise eingegangen war über die Anschauung, das war jetzt bewusst gemacht und streng logisch aus Hilberts neuen, umfangreicheren Axiomensystem hergeleitet. Hilbert schlug 21 Axiome vor. Eines erwies sich später als verzichtbar. Er geht von drei Arten von Dingen aus, die als Punkte, Gerade und Ebenen bezeichnet werden, durch sogenannte Inzidenzrelationen verbunden sein können. Ein Punkt liegt auf einer Geraden oder nicht und so weiter. Nur auf diese Verknüpfungen kommt es an. Neben diesen Inzidenzrelationen gibt es Axiome für das Dazwischenliegen. Der Punkt C liegt zwischen A und B auf der Geraden G und Axiome für die Kongruenz von Strecken und Winkeln. Wann sind zwei Strecken gleich lang und so weiter. Dazu gehören auch Axiome über das mehrfache Abtragen einer Strecke auf einer Geraden. Das Besondere an Hilberts Zugang ist, dass er gar keinen Versuch macht, Punkt und Gerade zu beschreiben. Es können irgendwelche Dinge sein. Wie er sich ausgedrückt hat, statt Punkt, Gerade, Ebene können wir ebenso gut Tisch, Stuhl, Bierseidel sagen. Die Grundbegriffe werden nicht festgelegt, sondern nur durch ihre wechselseitige Beziehung wird festgelegt. Also Euklids Axiom, ein Punkt ist das, was keine Ausdehnung hat, das wird überflüssig auf diese Art. Aber nicht je zwei Punkte liegen auf einer Geraden. Die Frage, was Punkte und Gerade eigentlich sind, die hat ebenso wenig Sinn wie die Frage, was Schachfiguren eigentlich sind. Wie schert das? Worauf es ankommt, sind die Regeln, die sie verknüpfen. Also mit dieser Sichtweise hat Hilbert der Mathematik eine ebenso entscheidende Wendung gegeben, wie einst Euklid mit seiner Auffassung einer kohärenten mathematischen Theorie. Mit einem Axiom des Euklid hat es seine ganz besondere Bewandtnis. Das ist das Parallelenaxiom. In der heute üblichen Formulierung besagt es, wenn, also in der Ebene, ein Punkt P nicht auf der Geraden G liegt, so gibt es genau eine Gerade H, die durch P geht und die parallel zu G ist. Das heißt also, mit G keinen Punkt gemeinsam hat. Dieses Axiom scheint ganz sonderbar zu sein. Zunächst sieht ja die Aussage des parallelen Axioms evident aus. Beim zweiten Hinsehen aber ist sie gar nicht evident. Wer auf einem Bahngleis steht, der merkt das. Die Schienen scheinen sich irgendwie irgendwo am Horizont zu schneiden. Die alten Griechen hatten keine Eisenbahnen, aber sie hatten ein gutes Gespür für mathematische Aussagen. Und sie merkten, dass es sich hier im Gegensatz zu den anderen Axiomen um etwas handelt, das nicht unmittelbar sinnfällig ist. Es besagt etwas, das jenseits unseres Gesichtskreises liegt. Geraden kann man ja beliebig verlängern. Sie sind daher nicht überschaubar. Wie kann man also sicher sein, dass sie sich nicht doch irgendwo schneiden, jenseits unserer Wahrnehmung? Bitte vergessen wir nicht, wie trügerisch diese Wahrnehmung sein kann. Also Jahrtausende hindurch haben Geometer versucht,
dieses problematische Parallelenaxiom loszuwerden, indem sie es von anderen, solideren Axiomen herleiten wollten. Aber das stieß auf unerwartete Schwierigkeiten, denn zahlreiche der bekannten Lehrsätze, die durften nicht verwendet werden, da man sie unter Benutzung des parallelen Axioms erst hergeleitet hatte. Also dazu zählen Sätze wie: die Winkelsumme eines Dreiecks ist 180 Grad, oder es gibt Dreiecke von beliebig großem Inhalt, oder drei Punkte liegen entweder auf einer Geraden oder auf einem Kreis, oder es gilt der Satz des Pythagoras und so weiter. Ja, es stellte sich von den obigen und vielen anderen Sätzen heraus, dass sie äquivalent war zum parallelen Axiom. Man hätte also dieses Axiom durch einen dieser Sätze ersetzen können und hätte dieselbe geometrische Theorie erhalten, aber damit wäre nichts gewonnen gewesen. Im 18. Jahrhundert dann startete der Italiener Giovanni Sacchieri einen Angriff auf das Problem mit Hilfe eines indirekten Beweises. Von einer Geraden zog er zwei senkrechte Strecken von gleicher Länge in die gleiche Richtung und verband ihre Endpunkte miteinander, sodass ein Viereck entstand. Die Winkel der neuen Verbindungsgeraden mit den senkrechten, die müssen gleich groß sein. Das lässt sich leicht zeigen. Wenn beide Winkel rechte Winkel sind, so folgt daraus das Parallelenaxiom im Handumdrehen. Also genügt es eigentlich, die Alternativen auszuschließen. Nämlich, dass beide Winkel stumpf sind oder beide Winkel spitz. Und Sacchieri glaubte tatsächlich, aus beiden Fällen einen Widerspruch herleiten zu können. Gelungen ist ihm das aber nur im Fall der stumpfen Winkel. Im Fall der spitzen Winkel hat er sich geirrt, wie man ihm bald nachwies. Und ähnlich erging es anderen Mathematikern. Dieses Spielchen dauerte fast 100 Jahre lang. Sie glaubten, einen Beweis zu finden und wurden dann von Kollegen eines Fehlschlusses überführt. Es dürfte immer leichter sein, auf die Fehler von Kollegen zu stoßen, als auf die eigenen. Aber dann, gegen 1830, da entdeckten der Ungar Janosch Bolyai und der Russe Nikolai Lobatschewski ungefähr gleichzeitig, dass es im Fall der spitzen Winkel gar keinen Widerspruch gibt. Sie hatten also eine nicht-euklidische Geometrie entdeckt, die sich wie die euklidische untersuchen lässt, aber zu ganz anderen Ergebnissen führt, ganz anderen. Durch jeden nicht auf einer Geraden liegenden Punkt gehen jetzt unendlich viele Parallelen zu der Geraden. Und die Winkelsumme eines Dreiecks ist jetzt kleiner als 180 Grad. Also Bolyais Vater schrieb darüber einen begeisterten Bericht an seinen Jugendfreund, den inzwischen schon recht alt gewordenen Fürsten der Mathematiker, Karl Friedrich Gauss. Der bemerkte sauertäpfisch, dass er den jungen Bolyai nicht gut loben konnte, weil er, Gauss, dasselbe Resultat schon längst entdeckt hatte, wenngleich nicht publiziert. Und so war es auch. Es geht aus einem Brief hervor, den Gauss ein Jahrzehnt davor geschrieben hatte. Er wolle nicht, schrieb er damals, die dumpfe Masse mit seiner verwirrenden Entdeckung erregen. Also heute würde man sagen, er wollte einen Shitstorm vermeiden. Gauss hat sich natürlich vornehmer ausgedrückt. Er hat gesagt, ich fürchte das Geschrei der Böotier. Die Böotier waren eine Volksgruppe, die in der Antike als besonders denkfaul galt. Tatsächlich stand ja diese nicht-euklidische Geometrie im totalen Gegensatz zu Kant und Schopenhauer. Sie war also in diesem Sinn nicht linienkonform. Nun, denkfaul war Kant natürlich nicht. Es hat wohl kaum einen Philosophen gegeben, der so lang und scharfsinnig über die Anschauung nachgedacht hat wie er. Kant unterschied hier zweierlei Anschauung. Die eine entstammt der Erfahrung, und sie umfasst Farben und Töne, Gerüche und so fort. Und die andere, die ist von aller Erfahrung unabhängig und sie macht ihre Form aus.
Wir haben zwei solche a priorische Anschauungsformen, nämlich den Raum und die Zeit. Die Mathematik ist laut Kant nicht auf Erfahrung und auch nicht auf logischem Denken begründet, sondern auf völlig exakter, reiner Anschauung. Die Geometrie auf der Anschauung vom Raum und die Arithmetik auf der Anschauung von der Zeit. Diese zwei Anschauungsformen bilden den Rahmen für unsere Erfahrungen. Kants Sichtweise entsprach völlig dem Newtonschen Weltbild. Also vielleicht holen wir da etwas weiter aus. So anschaulich die euklidische Geometrie auch ist, sie beruht doch auf einer ganz außerordentlichen Abstraktion. In einer naturbelassenen Umwelt kommen vielerlei Formen vor, belebte und unbelebte, aber nur selten Punkte, Geraden und Ebenen. Natürlich, sobald Artefakte dazukommen, ändert sich das. Eine Tischplatte ist eben, eine Hauskante ist gerade. Aber in der Welt eines Jägers oder eines Hirten oder einer Pilzesammlerin sind die Elemente der geometrischen Anschauung rar. Das Urbild von Punkten sind vielleicht Sterne. Das Urbild einer Ebene, eine ruhige Seeoberfläche. Das Urbild einer geraden Strecke, eine gespannte Schnur. Aber von dem, was sich der Anschauung unserer Vorfahren anbot, bis hin zu den geometrischen Figuren des Euklid, ist es ein weiter Weg. Und von diesen Figuren bis hin zum Raum, in den sie eingebettet sind, ist es noch weiter. Der Raum als eine unendliche, leere Bühne, auf der die Welt ihr Spiel treibt. Also diese Auffassung von Newton hat Kant als a priori gegebene Anschauungsform verabsolutiert. In der Zwischenzeit ist Kants Auffassung stark relativiert worden. Im wahrsten Sinn des Wortes, denn die Relativitätstheorie hat sie fragwürdig gemacht. Aber ihre erste Erschütterung erfolgte bereits durch die nicht-euklidische Geometrie. Und im Grunde standen schon die Versuche, das Parallelenaxiom zu beweisen, also logisch herzuleiten, im Widerspruch zu Kants Auffassung vom Raum, als durch die reine Anschauung gegeben. Besonders drastisch hat das Schopenhauer klargemacht, als er schrieb, ich zitiere, die euklidische Demonstriermethode hat aus ihrem eigenen Schoße ihre treffende Parodie und Karikatur geboren an der berühmten Streitigkeit über die Theorie der Parallelen. Nun ist aber jenes Axiom ein synthetischer Satz a priori und hat als solcher die Gewährleistung der reinen, nicht empirischen Anschauung, die ebenso unmittelbar und sicher ist wie der Satz vom Widerspruch selbst. Ende des Zitats. Und deshalb, so legte Schopenhauer nach, und ich zitiere wieder, der einzige unmittelbare Nutzen, welcher der Mathematik gelassen wird, ist, dass sie unstete und flatterhafte Köpfe gewöhnen kann, ihre Aufmerksamkeit zu fixieren. Natürlich ärgerten sich die Mathematiker nicht schlecht über Schopenhauer. Der große Boltzmann an der Wiener Universität, Professor für Mathematik und Physik, hielt darüber einen philosophischen Vortrag, den er als Titel geben wollte. Ich zitiere, Beweis, dass Schopenhauer ein geistloser, unwissender, unsinnschmierender, die Köpfe durch hohlen Wortkram von Grund auf und auf immer degenerierender Philosophaster sei. Boltzmann glaubte offensichtlich auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil.